Schoggi hat mir noch ein Video reingeballert. Knossi nimmt Zoom-Meeting hops. Das habe ich auch bei TikTok ein paar gesehen. Dachte ich, Alter, was ist das für ein Trend? Und vor allem, wie kommt man in diese Dinger rein? Ich bin ja selber ab und zu in Zoom-Meetings drin. WebEx kenne ich jetzt nicht. Das klingt irgendwie nicht richtig. Das klingt eher nach, lock dich bei Livestrip ein, lass mich dein Camgirl sein. Das kenne ich nicht. Achtung, bin sehr gespannt, was passiert und wie die Leute auf mich reagieren. Hey, wenn ich so einen Link habe, gehe ich echt rein. Hey! Und mit uns diesen Abend verbringen. Ich wollte mir von euch ein paar Tipps holen für mein Sportprogramm. Was denkt ihr, Chat? Was denkt ihr? Geht doch, oder nicht? Geht doch, oder? Ich will Bizeps und Trizeps auch ein bisschen rauchen. Egal. Geht doch. Komm, lass. Ja, ich stehe zu meinem Körper. Von mir ist scheißegal. Eine Brust guckt bei mir nach unten auf den Boden und eine guckt halt geradeaus. Na und? Leck mich doch am Arsch. Ey, jetzt könnt ihr wirklich, glaubt ihr, die meint das ernst? Die merkt nicht, dass da ein Video abgespielt wird? Interessant. So bist du da? Getanzt wird mit 2,4 Promille? Und nicht? Pretty Woman, Wolken down the street, Pretty Woman, Dreck! Ey, das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht! Bruder, ich würde selber durchdrehen, wenn ich den Kasper sehe. Was sind denn das für Zeiten? Bin ich das wirklich? War ich das? Die Krone ab! Was war denn das für ein Stream, bitte? Wo kommen denn die Videos her? Wer hat denn solche Videos noch von mir? Wo kommt denn das her? Das habe ich doch nie gesagt. Das ist doch KI. Das ist so krank, aber ich sehe sowas und kann mich daran gar nicht mehr so erinnern. 3 Monate waren das nicht, weil ich war da drin, hinten drin in House of Dead. Oder wie das Spiel hieß. So bist du da? Getanzt wird? Mit 2,4 Promille? Und nicht? Pretty Woman, Wolken down the street, Pretty Woman, Dreck! Dreck! Das geht ab! Doch, bin ich. Dreck! Doch, das bin ich. Dreck! Pretty Woman! Doch, das bin ich. Scheiße, bin ich. Ist nicht bearbeitet. Scheiße! Wir feiern die ganze Nacht! Die ganze! Das ist Tanzen! Das ist Tanzen für den gehobenen Mann. Der gehobene Stil. Und nicht dieses hier. Vielen Dank, wir fahren einfach fort. Interessante Erfahrung. Out of TVET darüber haben, wir bekommen... Heute sind wir wieder mit Autogrammkarte. Geile Mädels, geile Jungs da. Autogrammkarte. Wir feiern heute die ganze Nacht zusammen. Okay? Jens? Woher weiß sie meinen Namen? Bruder, bitte. Das ist Zielgruppe da. TV-Show. Das ist Zielgruppe, bleib. Die kennt mich doch nicht, oder? Was ich im Internet so heimlich mache. Woher weiß die das? Genau. So, wer mag denn noch eine Frage stellen? Jens ist auch da. Denkt nicht, ihr könnt das auch. Ich bin selber in mir drin. Schlummert ein Schmetterling. Ich bin einer, aber noch bin ich eine Raupe. Guck mich an. Jetzt bin ich gerade eine Raupe. Aber ich werde eines Tages meine Haut und meinen Panzer verlieren. Raus aus Smilodox. Rein. In das Elfenkostüm. Und dann komme ich geflattert auf euch, kleinen Blumen. Ja, ja, ja. Daran erinnere ich mich sogar noch. Daran erinnere ich mich. In diesem Schmetterlingsspiel, wo in den Freispiel die Schmetterlinge reinfliegen. Zenet. Zenet. Knüppel, weißt du das noch? Noch bin ich eine Raupe. Oh mein Gott. Ey, aber wenn man das jetzt so nach 4 Jahren, weißt du so, ich habe das ja nie wieder gesehen. Nach 4 Jahren das wieder sieht. Und ey, ich bin so dankbar, dass meine Stimme wie sich wieder erholt hat. Ich konnte damals so nicht machen. Hallo, heute sind wir wieder bumsbar. Erinnert ihr euch, meine Stimme war so kaputt, dass Kool Savas hat zu mir gesagt, ey, das kann sein, dass das irgendwas operativ, dass das nicht mehr weggeht. Das war gesundheitlich keine gute Zeit. Hab ich wirklich. Aber irgendwie, irgendwas löst es auch gefühlstechnisch gerade in mir aus. Ruhe, weiter. Es geht doch weiter. Wir haben noch 6 Minuten. Ruhig. Mit Flashbacks. Du eine Frage oder nicht? Ein Angebot an dich. Du kannst auf der einen Seite... Schatz, komm mal bitte raus. Hallo, Jens. Wieso bitte geht's nicht? Warte mal, ja, das beginnt jetzt schon geil. Jawohl. Warte mal, zurück, Alter, warte mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, warte. Ja, Jens?
Schatz, komm mal bitte raus. Hallo Jens. Wieso bitte geht's nicht? Mach dein Mikro aus. Kacken? Ist kacken. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt! Immer noch dünn? Sorry, aber das geht ja gar nicht. Also Jens, in einem... Doch, der findet's geil hier, der Olaf. Der ein Olaf sagt ja, Punkt. Der ist kacken. Danke für die Unterhaltung. Geil. Oh, es ist geil. Oh, das ist ein geiler Clip. Hallo Jens. Kacken? Oh, Junge, 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 Junge. Aber das muss doch in diesen Zoom-Meetings klar sein, wenn das Ding wieder verschwindet, oder? Oder schmeißt die denjenigen immer raus? Schmeißt die raus. Die, guck mal, die beiden Humor gefühlt. Sie nicht, weil sie Zoom-Veranstalterin ist. Über Regenbogen wird heute erzählt. Hör doch auf. Zoom-Raum reinkommen und dann hier rumbrüllen, das geht ja gar nicht. Sorry. War ich zu schnell? Albino-Türke. Mir fehlt ein Chromosom. Ich bin Albino-Türke. Mir fehlt was. Ich bin Albi, ich bin Türke. Ja. Wer ist? No. Ja. Hammer. Zehn Jagdschammler. Ich bin Türke. Ich bin Türke. Albi. Ja, Albino-Türke, der weiß. Gott, in die Erde. War da ruhig. Wer ist das? Oh mein Gott, Leute, gibt's hier. Stimme. Oh, okay. Er hat ein unglaubliches Glied, bei dem ich wirklich von Neid erstarrt bin. Ich hab's dann meiner Mutter geschickt. Meine Mutter sagt: Wahnsinn, das kann doch nicht echt sein. Wer hat denn meinen Schniedel alles gesehen? Ich glaube, der Jens König ist da im falschen Kurs. Nehme ich jetzt mal. Der Jens König ist im falschen Kurs, hör doch auf! Man, da muss doch aber irgendeiner hat doch hier Let's Dance geguckt, das kann doch nicht sein! Ich kenne den Herrn auch nicht. Ja, lassen wir ihm seinen Schniedel mal Schniedel sein. Ich glaube, er ist von alleine wieder raus. Ey, das sind doch die einzigen Momente, bei denen die sich an das Zoom-Meeting zurückerinnern. Ist doch schön. Weil das andere Gesabbel kann man wahrscheinlich nicht ertragen, oder, Chat? Ja, das ist doch was Schönes, ha? Ja! Achtung! Genau. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Hallo. Oh. Oh, warte, kurze Sekunde. Ich bin gleich fertig. Ah, mir geht's gut. Was ist das? Eine gemütliche Runde sind wir jetzt am Abend. Und für ihn ist es ja. Ja, Lebenszeichen, hallo. Ja. Ist es wirklich? Ich bin's. Was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Meine Fresse, meine Frau hat mir gerade Tabletten hingelegt, die ich jetzt essen soll. Hör auf. Wirklich, hör auf. Der hat mich gekannt hier, Chat, oder? Der hat mich gekannt. Ich wollte gerade sagen, können wir den rausschmeißen? Kennst du den Jens König? Nein. Kennt denn irgendwer? Nein. Ja. Ich glaube, ich habe mittlerweile mein Bad Boy-Image auch hinter mir gelassen. Ich bin mittlerweile im Leben angekommen. Ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren gar nicht schlecht verkauft. Ich bin eigentlich ganz sympathisch. Ich komme ganz nett rüber. Ich bin brandsafe auch. Ich glaube, mit mir kann man schon etwas machen. Kann ich mir gut vorstellen. Dass Gronkh sagt, na klar, der Typ ist sauber. Hä? Ey, ich würde mir viel mehr Reaktionen von den anderen wünschen, dass die mit mir ein Gespräch anfangen. Auf das warte ich. Das muss 2.0 werden. Dass die anderen ein Gespräch anfangen. Warte mal einen Moment. Und dass das dann so geil ist, dass das ein Gespräch ergibt. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ist das schön. Minute warten wir noch und dann legen wir los. Gut. Ich lande in Male, ne? Ich gehe aufs Scheißhaus. Ich denke mir, warum sind da Wasserschläuche nebendran? Was macht das? Ist dir klar, wie viele Leute das Ding in der Hand haben, sich damit mit diesem Ding am Arsch rumgerieben haben? Wie kannst du das? Und dann war ich in dem... Und weg. Oh Mann, ey, du bist ein Spielverderber, echt, wirklich. Dreck. Mann, das ist doch gerade das Witzige, lass doch das laufen. Du siehst doch, dass einige Spaß haben. Mit deinem Scheiß hier, geschlossene Gesellschaft, drei Mann, Scheiß. Kotzt mich an, ehrlich. Wirklich, gerade jetzt, wo es anfängt, wo mal was entstehen kann zwischen uns. Drexer, Comedian, Spaß. Nicht, dass ich hab jetzt nur noch Angst vor dem Anzeigen, Hauptmeister, Kommissar. Was war das denn für einer? Ich weiß nicht, Karl Dahl von der Moped Show. Ja. Wie bitte? Was für Karl Dahl von der Moped Show? Das heißt Moped Show. Und Karl Dahl war da nicht.
mit anderen verbünden. Ja, das machen wir ja jetzt hier. Das ja, bei mir hat es an der Tür geklingelt. Bei dir an der Tür, Moment. Guck mal bitte, ich bin live im Stream. Guck mal bitte, ich habe mir in die Hose geschissen. Ja, aber es klingelt. Um 22 Uhr, bei mir klingelt nie jemand. Nimm Messer mit. Nimm Messer mit! Jawohl! Warte mal, noch einmal von vorne, warte, noch einmal von vorne. Das ist jetzt, das nehmen die ernst. Endlich mal eins, was die ernst nehmen. Ruhig. Guck mal bitte, ja, bei mir hat es an der Tür geklingelt. Bei dir an der Tür, Moment. Guck mal bitte, ich bin live im Stream. Guck mal bitte, ich habe mir in die Hose geschissen. Ja, aber es klingelt. Um 22 Uhr, bei mir klingelt nie jemand. Da war niemand. Nimm Messer mit. Der reißt sich die Eier raus. Ah, meine Mutter. Nee. Nein. Alter, wann hat denn das stattgefunden bei uns im Stream? Dem kriegt er eine gebombt, dem reiß ich die Eier raus. Und noch einmal, warte, einfach top, wirklich. Oh, ist das schön, ist das herrlich. Oh, leck mich am Arsch. Kriegt er eine gebombt, dem reiß ich die Eier raus. Oh, das ist ja meine Mutter wieder, die kennt nichts, der ist scheißegal. Ruhe. Um 22 Uhr, bei mir klingelt nie jemand. Da war niemand. Nimm Messer mit. Ich hab gesagt, ich bin eine gebombt, der reiß ich die Eier raus. Meine Mutter hat unten die Situation im Griff. So, ich stell mal alles stumm. Ich bin jetzt nicht stumm geschaltet. Ihr hört mich wieder, ne? Jetzt kommen noch einige mit. Nee! Pedro! Entschuldigung, ich muss kurz die Situation erklären, verehrte Dame. 50er Bücher. Pietro Lombardi hat entschieden im Bücherclub. Bücher sind da. Damit du das verstehst. Ja, ich muss den Leuten auch einmal kurz erklären. Oh, 11.000! 11.000 Euro! Hä? Wir durch Schirm! Ihr klaut doch euer Vater! Ey, wir haben viert! Oh, bin schlecht! Helf mir! Du hast mich stumm geschaltet. Okay, sorry, jetzt hab ich, sorry, ja, ich war jetzt erschrocken, was war das? Tut mir total leid, das kann natürlich auch passieren. Keine Ahnung, wer das war. Gut. Also meine Liebe, das war Pietro Lombardi und sein Freund, der König. Also bitte, keine Ahnung, wer das war, aber jetzt kommst du mal runter, bist deppert oder was. Na, jetzt sind wir mal ein bisschen langsam, eh? Entschuldigung, es waren nicht die Bücher waren da, sondern die Freispiele sind gelaufen mit 11.000 Euro. Ja, Pietro! Also irgendeine crazy Person. Und insofern könnt ihr... Doch mich Kolonna, ein in anderen Monat bin ich noch drin in den Top Nazi-Jahr. Asen, was sagt das? Schrieb, Asen. Okay, das war ein Pausenflaum. Ich hab ihn mal entfernt. Ich weiß nicht, ob ich das gerade geträumt habe, aber ihr habt das auch gesehen, oder? Gut. Jens König, müssen wir uns merken, den Namen. Die Tür muss angeschlagen werden, das heißt, der Auftrag ist schon wesentlich. Ich mach mir keinen Druck. Okay, Ladies and Gentlemen, seid ihr bereit? Ich hau mir die ersten jetzt rein. Seid ihr ready? Ja, mit Bier, Jens. Also ehrlich. Ist 0,0. Ja, nee. Die anderen nacheinander. Nein, ich weiß die Scheiße nicht. So, ich hab da mal eine Stummschaltung drauf. Was denkt die? Was denkt die? Was wir da konsumieren? Ich hau mir die ersten Dinger jetzt rein. Ist 0,0. Ey, da gibt's noch mehr von den Dingern. Was war das? Das war jemand, der sein Mikro nicht aus hatte. Wir mit Projekten beschäftigt waren und... Kacken mache ich ins Wasser. Was? Ins Meer, oder? Kacken? Ja, aber ja, oder? Das geht in den Busch. Nee, Mutter, ich glaube, das zieht Tiere an, weißt du? Ey, wie kann man ins Wasser kacken? Ich glaube, mit Witz es geht. Und mit was abwischen, weißt du? Ja, da wischst dich da eigentlich ab. Ja, im Wasser? Mit einem Palmenblatt? Nass machen? Ach, ja, Mahlzeit. Ja, aber weißt du, im Wasser, dann hast du ja gleich nass abgerieben. Wunderbar. Bruder, er kennt mich, Ruhe! Ja, Mahlzeit. Ja, aber weißt du, im Wasser, dann hast du ja gleich nass abgerieben. Wunderbar. Oh, mir wird gleich schlecht. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Wassergeburt. Kann ich nicht stumm schalten, ich muss den mal kurz rausschmeißen, sorry. Auch Prominente dürfen rausfliegen, ja? So. Drecksau. Ey, pass auf. An alle Zoom-Meeting-Creator da draußen. Geil. Es muss bloß mehr so sein, dass eine Konversation entsteht. Wir haben jetzt alle gesehen in diesem einen Video, dass die Reaktion darauf
Also so diese kurze Zeit, und dann ist schon wieder fertig. Es wäre geil, wenn es Frage-Antwort-Ding.